Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Mandy. Und heute zeige ich euch, wie ihr für eure Playmobil-Figuren Haare selber machen könnt. Alles, was wir dazu benötigen, ist ein Playmobil-Männchen. Dieses Teil, das habe ich gekauft im Teddy. Das sind mehrere Teile in einem Paket. Das ist für Fondant-Modellierwerkzeug gedacht. Kostet, glaube ich, 1,99 €. Bin mir aber jetzt nicht genau sicher. Und selbstverständlich brauchen wir auch noch Knete, selbsthärtende. Wir nehmen uns ein Stückchen Knete und formen es zu einer Kugel. Achtet bitte darauf, dass die Kugel ganz glatt ist und nicht solche Einkerbungen hat, wie bei mir jetzt hier gerade zu sehen war. Das erreicht ihr, indem ihr die Knete mit etwas Druck in den Handflächen rollt. Ja, meine Kugel, die habe ich jetzt fertig. Und jetzt fangen wir an, uns die Haare auf der Playmobil-Figur zu modellieren. Setzt die Kugel mittig auf den Kopf oben drauf und drückt sie vorsichtig an. Ihr müsst für euch jetzt selber entscheiden, wie lang sollen eure Haare werden. Ihr braucht für lange Haare eine etwas größere Kugel und für kurze Haare natürlich eine kleinere. Ich habe mich für lange Haare entschieden, weil ich persönlich lange Haare viel, viel schöner finde als kurze. Und auch unsere Playmobil-Frauen sehen doch mit langen Haaren gleich viel schöner aus. Ihr müsst natürlich jetzt nicht dieses Orange nehmen, was ich habe. Ihr könnt blaue, grüne, lila, eine gelbe Haare nehmen. Das sieht total cool aus und ich finde jetzt gerade zum Sommer passt das super. Ja, ich finde, man kann schon erkennen, dass es Haare werden sollen. Mit dem Modellierwerkzeug ziehe ich meine Haarfrisur jetzt noch einen Scheitel und werde das Pony und an den Seiten die Haare noch etwas in Form bringen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen an die Haare von Ariel orientiert, also zumindest vorne bei dem Pony und bei der an den Seiten so. Und hinten werden wir jetzt die Haare noch etwas nach unten ziehen, weil wir wollen ja lange Haare haben. Mit dem Modellierwerkzeug werden wir uns jetzt richtig Haarsträhnchen noch in die Haare reinmachen, damit es auch wirklich natürlich rüberkommt. Und auch hierbei wieder aufpassen, dass ihr nicht zu doll aufdrückt, weil sonst macht ihr eure Haare ja wieder kaputt. Meine Haare sind jetzt soweit schon fertig. Als kleinen Eyecatcher werde ich jetzt noch ein paar Strasssteine anbringen. Dazu benötigen wir farblosen Nagellack und Strasssteine in der Farbe eurer Wahl. Tragt Nagellack an die Stelle auf, wo ihr die Steine hinhaben möchtet. Ich werde meine Strasssteine hier an diese Seite anbringen, dann schaut es aus, als ob sie eine Haarspange im Haar hätte. Um die Strasssteine aufheben zu können, nehmt ihr einfach einen Zahnstocher
und macht ihn vorne an der Spitze etwas feucht. So könnt ihr die Steinchen aufheben und präzise anbringen. Das sieht doch richtig glamourös aus und kann zu jedem Anlass getragen werden. Hier noch weitere Beispiele für euch. Viel Spaß beim Nachmachen und ich verabschiede mich von euch und sage ciao ciao. Hier geht es jetzt weiter zu mehr Videos von der Familie Mattis und über den Button könnt ihr uns kostenlos abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst.